Kaschel. Wir wohnen hier in Ostermundigen mit Norbert, meinem Mann und unseren vier Kindern. Die sind 12, schon bei 11, schon bei 6, unser Bub und unser letztes Mal ist 3,5. Genau. Und ein Tool, das ich mit euch teilen möchte, ist, man nennt es unsere Prayerbox. Das ist hier so eine Schachtel, was, wie es der Name sagt, eben um, es geht zum Gebet. Irgendwann haben wir so gemerkt, es geht so viel, es dreht so viel einfach immer um unsere Anliegen, unsere Wünsche und so. Und haben wir gemerkt, hey, wir haben so viele andere Leute, die wir kennen, die wir eigentlich auch für sie einstehen wollen oder die sie in anderen schwierigen Situationen vielleicht auch sind. Und da hatte ich die Idee, dass ich eben eine Schachtel habe, wo wir drinnen Fotos drin haben. Da ist zum Beispiel auch unser Patenkind von Compassion drin, aber auch wir haben von allen Götti und Gottinnen, die wir nicht hatten, ein Familienfoto gefragt. Und da habe ich dann Postkarten bekommen, dass wir sie drinnen haben. Wir haben Missionarsfamilien, die wir unterstützen, wo wir auch ein Foto drin haben. Aber jetzt auch geht, dass wir irgendwie Geburtsanzeige bekommen haben oder sonst irgendwie ein Foto von Bekannten. Und dass das eben auch in dieser Schachtel gelandet ist. Und in der Zeit des Lockdown haben wir wirklich das ganz regelmässig gemacht, haben wir so einen Wochenplan gemacht und dort eben unsere Prayerbox einen fixen Tag gehabt. Jetzt ist es wieder so etwas sporadischer geworden. Aber ich habe gleich gemerkt, dass wir irgendwie auch mit Familien, die wir nicht so oft sehen, wie verbundener bleiben. Durch das, dass wir auch für sie beten können, dass wir sie vielleicht immer wieder mal sehen. Und dann gibt es vielleicht mal ein neues Foto und dann merken wir, oh, die sind alle so gewachsen. Ja, und aber es tut uns wie daran erinnern. Wir tun genau, wie wir vorgehen. Wir tun meistens nehmen wir eine Box, manchmal tut ein Kind jedem jemanden verteilen, wo er jemanden wie zuteilt bekommt, den er für sich beten kann. Oder wir machen das, jeder kann jemanden auslesen. Und das ist eben auch für die Kleinen machbar, weil eben das Bild da ist und nicht der Name geschrieben ist. Genau, das ist noch so ein Tool, das ich finde, hat sich in unserer Familie bewährt und das ich jetzt gerne mit euch teilen möchte. Genau. Ich wünsche euch alles Gute. Ade!